Oder hat Palegina keine Stiefel? Doch, hat sie. Edda hat auch welche. Nein, hat er nicht. Ah, ich nehme die. So, dann noch die beiden Fleischhaufen plündern. Zwölf. Absolutely. Ein Sack. Der hier hat auch noch was. Dann nehme ich die und Seraphim kriegt die und den Schutzring. Jo. Da niemand mehr was von mir will. Hoffen wir mal, dass sich das jetzt rentiert hat mit den Schauspielern. Ich habe immerhin 14, also 1400 Goldmünzen rausgehauen für die. Die schwarze Perle war es auf jeden Fall wert. Weil schwarze Perlen sind eigentlich. Ja, ich nehme es zurück. Schwarze Perlen, 180 KP sind die gerade mal wert. Certainly. Aber die Questerfahrung war es auf jeden Fall wert. Thanks muchly for bringing Tayana back to us. Her storm and weather spells will really strike an atmosphere for the play. Vielen Dank, dass du uns Taerna zurückgebracht hast. Ihre Sturm- und Wetterzauber sorgen wirklich für eine tolle Atmosphäre im And Stück. now that we've got a real big brute for Aethys, we can put on a proper play. Und jetzt, da wir einen wirklich großen, echten Rohling als Jutas haben, können wir ein richtiges Stück Stick aufführen. around for the performance. I think you'll be plenty pleased. Bleibt doch für die Vorführung. Ich denke, es wird dir wirklich gefallen. Sie breitet ihre Hände aus, als ob sie sich gleich verneigen würde. Stattdessen schnippt sie mit den Fingern und die Bühne hinter ihr wird dunkel. Das zeigt, dass die Vorführung beginnt. Ladies and gentle pirates and rapscallions too. You are in for the truest of mental treats. Without further ado, I present the Green Menace. Let us begin with our valiant new blood crews, the Lusty Rudder and Fortune's Folly. Two ships adrift at sea for weeks and weeks on a venture most daring, in search of the uncharted islands. Ja, das kann ich leider nicht viel vorlesen. Woe and torture. Months at sea with no treasure to show for it. You sure these uncharted islands exist, Captain? We ain't seen land for days. Were they easy to find, they'd be called the Chartered Islands, wouldn't they? If you're thinking to mutiny. Land ho! Land ho! Got a lumpy looking island coming on the horizon. That's no island. That be the Green Menace. We are doomed for sure. Souls and gold and glory. You will give these to me. For I am a god among gods, and a true menace upon the seas. Souls and gold and glory. Blame the Dawn Stars, for they have summoned me. And now, I must feed. It will be the end for us, it will. Oh, Andra, take me now. And that's the story of how Aethys sank a fleet of our best tars. Everybody gets like zurück. Floating hangman, you see the Green Menace coming, you sail the other way. Thank you. Donations and gratuity are greatly appreciated. They love us, you see. They goddamned loved us, thanks to you. Sie lieben uns, merkst du das? Sie lieben uns gottverdammt noch eins, dank dir. Mal wenigstens 1500 Kupfer. Was wer sagt, das würde ich mir jederzeit nochmal anschauen, sagt Idea. Okay. Ich habe einen unterlegenen Darsteller aufgetrieben, damit die Holzpatrouille ihr Stück aufführen kann.
So, das heißt. Hä? Ach, da ist sie. I welcome your return. Schön, dich wiederzusehen. Desira lächelt dich freundlich an. Sie lässt eine Münze über ihre Finger knöcheln, tanzt und ihre Augen funkeln vor Gnüb. Ich habe Torka getötet. I'd say it's a shame to have lost such a brilliant mind. But Torkar didn't give you any choice. Eine Schande, einen solch brillanten Kopf zu verlieren, aber Torkar ließ dir keine andere Wahl. That's one down. Just three left to go. Einer weniger, drei sind noch übrig, wenn du noch interessiert bist. Die Wärme in ihrem Lächeln reicht nicht ganz bis zu ihren Augen. Ja, Torkar ist weg. Torkar war meiner Strategie nicht gewachsen. Ich habe das Kopfgeld von Desiral erhalten. Jo. Das heißt, ich kann Stauholz jetzt endlich verlassen. Wo geht's da als nächstes hin? Die Silla sollte ich noch ausradieren. Vorwärts springen, das hat sie noch nicht geändert. Handelsbedingungen, da muss ich ja die nach Pokokuhara. Ja, ich glaube, ich werde jetzt endlich mal dorthin segeln. Kann ich noch irgendwelche Vorräte kaufen? Warum ist hier alles doppelt und dreifach? Das ist irgendwie auch ein Bug, dass hier alles doppelt und dreifach ist. Ich könnte die Menagerie des Captains Menagerie kaufen, dass ich endlich mal Haustiere dort auslagern könnte. Feine ätherianischer Met. Nee, es gibt nichts Gescheites zu trinken hier, leider. Also aufs Schiff. Naja gut, ich wollte eigentlich eh erstmal südwärts segeln. Weil ich möchte schon so viel wie möglich von der Karte aufdecken und auch Nebenorte zu entdecken. Und noch kann ich es mir ja essens- und trinkenstechnisch leisten. Ich meine, die Moral der Mannschaft kann ich zur Not auch mit einem Seegefecht. Du hast eine wichtige Botschaft von Captain Eltis erhalten. Oh, ist die stinkig. Ja. Also, du bist ein bisschen mit Ben aneinander geraten und hast die Sache bis an meine Türschwelle gezerrt. Du hättest dir wenigstens die Füße abstreifen können, bevor du hineingestürzt bist. Aber ich schweife ab. Ich weiß, was du getan hast, ich weiß, wer du bist. Und im Gegensatz zum Hornochsen von meinem Stellvertreter kenne ich eine Drohung, wenn sie mir über den Kopf zieht. Also, hier bin ich, Captain Eldis, Kommandeurin der gottverdammten neuen Prinzipie. Anführer der zweitgrößten Piratenflotte im scheiß Todesfeuer, die dich einen angsteinflößenden, mächtigen und seltsamen Wächter einlädt, um vor Todeslicht zu kommen und sich mit mir unter Einhaltung aller Form zu besprechen. Soll heißen, dass ich verspreche, dich nicht aufzuschlitzen, wenn du zu Abendessen und Alkohol kommst. Ich freue mich schon auf eine klare Paarerei am Feuer. Ich würde dir gerne eine Partnerschaft der glorreichen und blutigsten Sorte anbieten. Ich wasche deine Hand und du schlitzt meine Feinde von Hüfte bis zu Kiefer auf. Wir lachen über ihre Tode bei einer Flasche aus feinstem Rums. Ach, und wenn du kommst, bring ein paar glasierte Nüsse mit. Deine neueste und engste Freundin Eldis. Best, das ist keine Falle. Zerstören wir den Brief mal. Das ist was Neues. Ja. Ich habe einen Brief von Captain Eldis erhalten. Sie weiß, dass ich mich um ihren Stellvertreter Benwef gekümmert habe und will mich nun in Vortodeslicht sehen. Ja, Captain Eldis möchte in ihrer Festung Vortodeslicht mit mir sprechen. Sie hat mir zugesichert, dass es dies keine Falle sei. So, ja, ich will jetzt hier den Süden noch weiter erkunden, habe ich gesagt.
Ja. Trinken wird halt vielleicht irgendwann knapp. Ah, vielleicht treffen wir unterwegs einen Händler, dem wir was abkaufen können. Oder wir finden wieder eine Reisweinplantage. Ganz ehrlich, ich fahre jetzt einfach mal am Kartenrand gen Süden. Und wir finden tatsächlich etwas. Auf jeden Fall gibt es hier Frischobst. Eine kleine... Oh, Ale. Das ist gut. Wald des falschen Mundes. Ruin von Amiras Quartier. Korufluss-Delta und eine Turmruine, zu der ich nicht rüberkomme. Oder wahrscheinlich über das Flussdelta zu marschieren. Hm. Ist schon mal interessant. Aber ja, das Ale sollte ich gleich mal zum Schiffsgetränk dazu packen und das ganze Wasser. Und wenn wir so frei sind, packen wir auch das ganze frische Obst dazu. Noch mehr Wasser, juhu. Ein verdorbener Sumpf, der uns hier den Weg weiter versperrt. Das ist auch nicht so toll. Also ja, hier ist eine Insel auf jeden Fall. Ist schon mal sehr interessant. Aber ich denke mal, die Insel, die klappern wir auf dem Weg nach Norden wieder ab. Hier sind noch kleine Inselchen, auf denen aber nichts ist. Wir müssen jetzt wieder entweder schon auf Höhe vom Fortodeslicht sein. Nö, Fortodeslicht ist weiter nördlich, okay. Sklavenhändler, hm? Ich glaube, wir sind hier jetzt am Kartenrand, ja. Oh, hier ist sogar noch etwas. Noch eine Insel. Schauen wir uns erstmal das verlassene Dorf an. Gebiet absuchen, 3 Stunden. Reis, gut. Feuerseetang. Und nichts mehr sonst. Da ist eine Oase mit Wasser. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Also ja, eigentlich finde ich es seltsam, dass Wasser die Moral senkt. Weil ganz ehrlich, die Leute sollten froh sein. Windender Pass und vom Sand verschluckte Ruinen. Hm. Dann gucken wir uns mal die... vom Sand verschluckten Pass an. Der Pfad findet sich nach oben in die Berge und wird so schmal, dass er nur wenig breiter als ein Karren ist. Die Klippen fallen zum tosenden See hin und steil ab und das Wasser schäumt weiß, wenn es gegen die Felsen prallt. Du bemerkst, dass du anfangs für mehrere große Steinbrocken gehalten hast, in Wahrheit zweiköpfige Monster sind,
die Ioten genannt werden. Während du sie beobachtest, hebt einer beiläufig einen Felsbrocken hoch und steuert ihn in die See. Die Ioten lachen schallend und kehlig.